Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, wir haben in Berlin ein großes Problem. Das ist der dramatische Fachkräftemangel im Erzieherinnenberuf. Und dieses Problem wird auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen in den Kitas ausgetragen. Und das geht so nicht weiter. Deshalb liegen heute 4 Anträge vor. Die Vorschläge unterbreiten, wie man die Situation verbessern kann. Natürlich ausschließlich Oppositionsanträge. Die Kollegen von der Koalition sind ja unentwegt damit beschäftigt, auf die ganz große Pauke zu hauen und sich unter anderem zu überlegen, wie sie mittels Zwang, Pflicht und Bußgeldandrohung mehr Eltern dazu bringen, ein vertrauensvolles Verhältnis zur Berliner Kita aufzubauen. Was machen Sie eigentlich mit den vielen Vorschlägen von Expertinnen und Praktikerinnen, die in dieser Stadt dafür zuständig sind, Politik zu informieren? Haben Sie die Stellungnahme des Berliner Kita-Bündnisses vom 17. April gelesen mit der Überschrift Gratis-Kita nur mit Qualität? Kita-Bündnis begrüßt kostenfreie Kita-Plätze und fordert bessere personelle Ausstattung sowie das 8-Punkte-Programm Zugangswege erleichtern, informieren und überzeugen. Lesen Sie sowas auch mal oder fliegt das immer gleich in den Papierkorb? Ja. Es reicht nicht, ständig medienwirksam Dinge zu verkünden, ohne zu sagen, wo die nötigen Kita-Plätze und das entsprechende Mehrpersonal herkommen soll. Der Senat hat selbst mehrfach eingestanden, dass bereits jetzt hunderte Fachkräfte fehlen und deshalb Kinder auch in sozialen Brennpunktregionen nicht in der Kita gefördert werden können. Hier muss noch viel passieren. Wir haben mit unserem Antrag einen konkreten Vorschlag gemacht, wie ein Zugang zum Erzieherinnenberuf erleichtert werden kann, nämlich eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel, die 3-jährige Umschulung zur Erzieherin voll von der Bundesagentur für Arbeit finanzieren zu lassen. Das funktioniert bereits bestens im Bereich der Fachkräfte für Altenpflege, weil das ein anerkannter Mangelberuf ist. Wir wollen das Gleiche für die Umschulung zur Erzieherin. Das ist definitiv auch ein Mangelberuf. Und ich bitte Sie um Zustimmung für diese Initiative. Es wurde in beiden beratenden Ausschüssen kein einziges sachliches Gegenargument vorgetragen. 3 Jahre dauert die Ausbildung, über 3 Jahre laufen die Ausbildungsverträge mit den ausbildenden Kitas, also muss auch 3 Jahre staatlich finanziert werden, anstatt wie jetzt nur 2. Nun hat uns die Staatssekretärin im Ausschuss erklärt, das 3. Jahr solle künftig von den Kita-Trägern bezahlt werden. Was sollen die denn noch alles stemmen? Sie investieren aus Eigenmitteln bereits einen Großteil der Kosten für den Kita-Platzausbau. Sie bilden aus, neben der pädagogischen Arbeit, und zwar bei voller Anrechnung der Auszubildenden auf den Personalschlüssel. Sie zahlen bereits mit erheblicher Mehrarbeit und Arbeitsverdichtung drauf. Und es ist überhaupt nicht nötig, die Kitas noch mehr zu belasten, weil dieses 3. Umschulungsjahr locker vom Land Berlin bezahlt werden könnte, falls eben die Bundesagentur für Arbeit dafür nicht bereit wäre, was wir ja möglicherweise gar nicht erfahren werden. Das Geld ist ja wohl da. Die Arbeitssenatorin, die im Ausschuss keine Meinung zu der Angelegenheit hatte, hat in 2013 14 Millionen Euro, 3 Millionen Landes- und 11 Millionen EU-Mittel, die für Arbeitsmarktförderung vorgesehen waren, nicht verausgabt. Nachzulesen in der roten Nummer 1389F. Hier bleibt Geld in Größenordnungen liegen, das bei der Finanzierung von Umschulungen fehlt. Ich finde, das ist unfassbar. Andererseits erfahren wir, dass die Verwaltungskosten der 12 Berliner Jobcenter mittlerweile den Eingliederungstitel übersteigen. 456 Millionen kostete in 2013 der Eigenbetrieb der Arbeitsvermittler. Für Eingliederung standen demgegenüber 335 Millionen zur Verfügung. Das ist doch alles, steht doch alles in keinem Verhältnis mehr. Und das nur nebenbei. Auch noch bei rückläufigen Jobvermittlungsquoten. Im Vergleich zu 2012 war das im vergangenen Jahr ein Rückgang von 7%. Dabei standen den Berliner Jobcentern und Arbeitsämtern in 2013 auch für die Förderung eines 3. Ausbildungsjahres für Erzieherinnen ausreichend Mittel zur Verfügung, die sie nicht genutzt und nach Nürnberg zurückgeschickt haben. 35 Millionen Fördergelder waren das, die Berlin nicht angefasst hat. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, setzen Sie zur Abwechslung mal die richtigen Prioritäten. Nutzen Sie endlich den vorhandenen finanziellen Gestaltungsspielraum. Investieren Sie in verantwortungsvoll in Beschäftigung und bedarfsgerecht in die Erzieherinnenausbildung. Vielen Dank.